Ja, okay. So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Star Wars The Old Republic. Ich zeige euch jetzt mal einen weiteren Flashpoint. Dieser hier nennt sich Hammer Station. Und ich war hier auch noch nicht drin, habe auch noch hier die Quests, wie ihr hier unten sehen könnt, in der Questleiste, die man übrigens auch schön ein- und ausblenden kann. Und ja, wir haben hier leider einen dabei, der ist schon ein bisschen höher vom Level. Aber naja, ich habe jetzt auf die Schnelle keine anderen gefunden. Und wir legen da einfach mal so ein bisschen los. Kommt mal die ersten Gegner weg. Müssen wir selber erstmal wieder einspielen. Durch die ganzen Raumschlachten. Nicht so ein bisschen aus der Übung. Aber wird schon. Ja, schöner Blaster. Naja, meiner ist besser. Eindringlinge entdeckt. Sicherheitssysteme der Hammerstation aktiviert. Abriegelung gestartet. Juhu, mehr Gegner. Rams, war der Denker. Also das Einzige, was mich jetzt persönlich am Kopfgeldjäger noch nervt, ist, dass teilweise das Hitzeniveau so schnell steigt. Das könnte noch ein bisschen besser sein. Doch schon ein bisschen anstrengend. Man muss dann doch sehr viele Autoshots zwischen machen. So, was geil kommt, ist hier einfach die AE-Fähigkeit. Mitten rein. Rams, rams. Die rockt einfach mal so dermaßen. Aber macht das Hitzeniveau auch wieder fast schon viel zu hoch. So. Hammer, Bastionsgenerator, Nebenhandstärke. Brauchen wir nicht. So, ach, die kann ich noch gar nicht looten. Mit diesen Fähigkeiten. Hatten wir euch ja schon mal gezeigt. Da habe ich wieder so ziemlich dieselben genommen. Ist auch nicht so schlimm. Und der Arsch hat schon eine Kleider. Verzeihen Sie bitte die Ausdrucksweise. Ein Elite, aber der gibt Erfahrung. Deshalb poppen den mal mit weg. Zack, Fusionsrakete hinterher. Und ich mache es ja so gern, tot von oben. Ich mache auch noch auf eine Taste legen. Das rockt einfach so. Das war jetzt nicht das Richtige für einen einzelnen Gegner, aber schau es mir halt einfach gern an. Na, wo kommt der her? Toll, gleich geedit. Naja, auch nicht so schlimm. Hau ich hier unten mein Energieschild einfach mal rein und gibi. Ich glaube, da zerlegt gleich meine Gefährtin. Naja, gibt Schlimmeres. So, dann machen wir hier wieder die tolle Regenerationsfähigkeit. So, sehr schön. Ich mache auch nochmal gerade durch. Stunde 45, nein, so weit bin ich noch nicht. Die Beruf leider viel zu spät erst gewählt. Oder die Crew-Fähigkeiten, wie es hier heißt. Okay, wo geht's jetzt weiter? Ah, okay. Das sollte man auch wissen, dass man dafür jemanden braucht, der das kann. Ist ja schon mal sehr schön. Ich renne jetzt einfach mal vor. Oder auch nicht. Da leuchtet ein Quest-Symbol auf. Unsere neidischen Rivalen wollen unsere große Waffe vernichten, aber heute
verdient sich die Atmosec-Hegemonie ihren Platz in der Galaxis. Und gib ihm. Ah, ich weiß ja, Hitzeniveau schon wieder zu hoch, bla bla. Okay, weiter geht's. Ich hoffe, ihr hört das Gehämmere auf meiner Tastatur nicht so. Okay, die Ads explodieren. Sind uns gar nicht so wirklich feindlich gesinnt. Doch jetzt. Zielsysteme fixiert. Ist nur nicht, inwiefern man die wegbomben muss. Weichei. Weichei bin. Erstmal wieder meine Bubble an. Okay, das war's schon. 22 Ausdauer, 17 Willenskraft. Ist nicht das, was ich will. Unsere Regenerationsfähigkeit wieder an. Ich hoffe ja wirklich, dass die Instanzen noch so ein bisschen geiler werden. Ja, geil finde ich sie dann doch noch nicht. Oh. Weil ich hier gerade schon gut auf die Mütze bekomme. Könnt ihr auch mal ein bisschen in Deckung gehen. Hat ihn schön angebührt. Das finde ich übrigens sehr schön, dass man hier so ein paar Dinge auslösen kann, um die Gegner dann auch zu grillen oder irgendwelche Fässer hochzujagen. Sehr schön gemacht, wie ich finde. Ist nur noch nicht so ganz, wo wir hin müssen, aber anscheinend in die Richtung. So, und weil ich es so gerne mache. Was ja auch wieder sehr schön gemacht ist, man sieht ja anhand der Symbole immer schon, was da droppt. Also ist das jetzt ein blauer Strahl, ein grüner Strahl oder ein Epic-Strahl, also ein lila Strahl. Schon sehr schön. Übrigens, einen lila Strahl hatte ich auch schon. Ich habe nämlich schon Epic-Stiefel. Ich weiß, ich gebe zu viel an. Aber das musste jetzt einfach mal sein. Der regt mich ja irgendwie so ein bisschen auf mit seinem Kleider. So, AE-Fähigkeit. Machen wir so einen Gang. Okay, jetzt. Ah, den anderen noch mitgetroffen. Sehr schön. Okay. Kommst du mal weg? Oh, falscher Knopf. Da geht er down. Alles klar? Aber das Hitzeniveau, das kann man sogar im späteren Zeitlauf dann noch ein bisschen mehr mitskillen. Auch eine sehr gute Sache ist eigentlich. Also, dass der dann so ein bisschen schneller reguliert wird. Halt auch während des Kampfes Hitzepunkte abbaut. Das finde ich schon sehr sinnvoll.
Ihr seht ja selber ein paar Raketen rein, ansonsten dann erstmal Einzelschüsse oder halt warten, bis das Niveau wieder reicht für die AE-Fähigkeiten. Aber ich meine, wir sind ja auch noch am Anfang. Wir sind jetzt Level 20. Und am Spiel wird sich garantiert noch das ein oder andere sehr verändern. Ja, so den Crash werde ich jetzt einfach mal wieder nutzen, um so ein paar Fragen auch zu klären, die so manche von euch gestellt haben. Zum Thema Videoqualität zum Beispiel. Ich hatte es unter das eine Video drunter geschrieben. Also es ist in der Tat so, dass ich auch immer mal meine Programme wechsle. Ich experimentiere da wirklich momentan ziemlich viel rum. Zuletzt habe ich da jetzt mit Adobe Premiere ein bisschen was gemacht, aber ist jetzt noch nicht so das Nonplusultra, weil die Videos doch relativ groß werden und qualitativ dann doch nicht so gut aussehen wie bei StackTrip zum Beispiel. Was übrigens ein kostenloses Programm ist und sehr gut, allerdings meckert es halt auch viel rum. Aber ich denke gerade hier den Instanzteil, den werde ich euch wieder mit StackTrip machen. Sieht dann einfach doch nochmal eine Ecke schöner aus. Und ja, sonst haut halt immer eure Fragen raus. Ich versuche so viel wie möglich zu beantworten, weil ihr merkt vielleicht selber, ich weiß auch nicht unbedingt alles. Also sei das jetzt das Raumschiff oder sonst was. Also da muss man schon noch so ein bisschen was bei rausfinden. Ich will auch gar nicht alles auf einmal wissen. Ich meine, ich will auch nicht alles spoilern hin und her, aber was euch halt so interessiert, das will ich dann doch schon gerne versuchen zu beantworten. So gut wie möglich natürlich auch. Okay, da kommt wieder eine Elite. Und den adden wir garantiert auch gleich. Stelle ich erstmal ruhig. Zack. Meine Elektrobombe. Ist erstmal 4 oder 5 Sekunden. 4 Sekunden betäubt. Sehr schöne Sache. Gerade bei manchen Aktionen, wenn ihr jetzt mehrere Elite oder sowas habt. Ist das schon eine sehr schicke Sache, wie ich finde. Was ich auch noch sehr schade finde, es gab zum Beispiel damals bei Rift, oh, da spricht gerade einer. Glaubt ihr, dass sie einem einzelnen Angriffsteam unterliegen wird? Das ist pure Arroganz. Ja, bestimmt. Was zum Beispiel bei Rift auch war, man konnte das Interface sehr viel besser anpassen, also die einzelnen Fenster von der Größe her skalieren und auch hin und her schieben, wie man das gerne für sich selbst am besten fand. Das vermisse ich hier ehrlich gesagt noch. Also dahingehend ist der Aufbau nicht so pralle. Aber ich denke, gerade auch wenn dann die Schnittstelle und sowas freigegeben wird für die Add-ons, dass sich da schon noch einiges ändern wird. Und ich hoffe auch, dass sie das machen. Weil ich denke, Add-ons sind teils wirklich schon nicht eine Erleichterung, so sollte man es ja nicht sehen, sondern halt einfach, es macht vieles übersichtlicher und schöner. So, seht ihr, jetzt muss ich zum Beispiel schon wieder die ganze Zeit Einzelschüsse draufballern. Schade, ich wollte immer meine AE-Fähigkeit machen. So, 17 Stärke, 22 Ausdauer. Naja, ist auch nichts für mich. Ah, Rabenstein, vielleicht kann der was mit anfangen. So, mal sehen, was es hier wieder gibt. Gespräch, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Eins ist immer gut, gibt's Sis-Punkte? Ja, da waren wir uns alle sehr einig. Rams hat's gemacht. Das bringt uns auch wieder ein bisschen weiter im Sis-Level. Okay, die nächste Stufe gibt's erst auf 4000 Punkten. Naja, kann ja nicht alles haben. AE-Fähigkeit. Ah, ich will. Rams. Also ihr seht, diese Kanister, die man da hochjagen kann, die richten ordentlich Damage an. Finde ich auch ziemlich geil, ehrlich gesagt. Och, hätte vielleicht mal den richtigen anklicken sollen. Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Och. Ach, das sind die Momente, wo ich mich immer wieder aufrege, dass ich noch kein Level 25 habe, um diesen Gleiter zu bekommen. Den kriegt man übrigens auch mit der Collector's Edition geschenkt. Den Skill dafür, also diese Fähigkeit dafür, muss man sich dennoch kaufen. Aber kostet, glaube, 40.000 Credits. Die Hälfte davon habe ich schon in etwa zusammen. Falscher Knopf. Schon wieder. Also 21.000 habe ich. Ansonsten werde ich einfach Chuck Norris sagen, ihr sollt mir das Spiel hacken. Und ein bisschen Credits in die Tasche stecken. Du böses Geschütz. Oh, grüner Loot. 14 Ausdauer, 16 Willenskraft. Brauchen wir nicht. Sammelt euch in Sektion 0. Oh, eine Lasertreppe. Für unseren Heimatplaneten und den obersten Kriegsherrn. Wow. Ja, das nennt man ein Epic Fail. Naja, ihr sollt ja auch sehen, wie der Gobbo rumnoopt und dann einfach mal von dieser doofen Lasertreppe runterfällt. Was ich dann persönlich sehr bescheuert finde, dass man dann jedes Mal wieder draußen steht. Und dann wieder den ganzen Weg reinlatschen darf. Dachte schon, ihr hättet mich vergessen. So, Sprint an. Musste ich hier lang? Sieht richtig aus. Sektion 0, ich glaube hier sind wir lang. Ja, sieht gut aus. Naja, jetzt kenne ich zumindest schon mal die Lasertreppe. Okay, was ist das da für ein Scheiß? Beziehungsweise, wie komme ich da wieder rüber? Ah! Sehr schön. Zumindest sind meine Skills jetzt wieder bereit. Und weiter geht's. Hunde des Imperiums, all diese Macht, aber immer noch voller Furcht vor dem Aufstieg einer rivalisierenden Nation. Ah, Endboss. Okay, aus der Fähigkeit sollte man vielleicht rausgehen. Auch nicht zu nah dran stehen. Ich bin ja auch nicht umsonst Range. Da kommt Ed, sehr schön. Wäre ja sonst auch gar so langweilig. Ah, da sind sie schon.
Macht er mal so ein bisschen AE, falls da noch was kommt. Oh, da gehe ich mal lieber raus. Scheint irgendwo eine Bombe oder sowas zu sein. Autsch. Okay, die Ads machen einen Ansturm. Nur mal weg. Bams. Okay, jetzt wird der Kampf interessanter, schneller. Finde ich sehr schön. Ein bisschen rumlaufen. Und weil ich es so liebe. Und lande natürlich genau da drinnen. Ah. Okay. Das hätte doch noch geiler sein können. Schauen wir mal zumindest, ob der Loot vernünftig ist. Ha, da, 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 da. 59.009. Da werde ich einfach mal drauf würfeln. Und da drauf gehen. Sicherheitssysteme überladen. Hauptwaffe außer Betrieb. Hab ich einen Gott? Nein, leider nicht. Evakuierung. Ah, Rammstein hat ihn gewonnen. Das ist auch schön. Ist übrigens auch bei uns in der Gilde. Ja, das war's dann schon von der Instanz. Hier scheint jetzt gerade alles hochzugehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, sehen wir uns zum nächsten Teil wieder, ihr Lieben. Bis dann, euer Gobbo. Ciao.